Grüß dich. Heute habe ich mich gefragt, warum eigentlich die Schüler diese Frage stellen. Sie sind in einer Beziehung mit Jesus. Beziehung, wo sehr viel Liebe ist, Vertrauen. Und sie eigentlich alles schon, was sie zu bekommen haben, bekommen in diesem Moment. Weil die Beziehung mit Jesus ist etwas, was die ganze Seele irgendwie erfüllt. Aber sie möchten noch etwas haben. Und das könnte uns schockierend werden. Das ist eine gleiche Art und Weise, in der wir unseren Kindern, unseren Eltern oder ja, Kindern oder Frau und Mann, also Menschen, die wir gewählt haben, dass sie da sind, die Frage stellen würden, was habe ich davon, dass ich dich geboren habe? Was habe ich davon, dass ich dich geheiratet habe? Was habe ich davon alles? Die einzige Antwort, die richtig wäre in diesem Moment, wäre, ich bin doch mit dir. Ich teile mit dir dein Leben. Ich liebe dich. Aber wäre es nicht ein bisschen erstaunlich, wenn die sagen würden, ja, du wirst noch mehr bekommen? Aber Jesus möchte, es ist für ihn so wichtig, dass wir es irgendwie in unserem Leben glücklich werden, dass er sagt, ja, wenn du mich irgendwie, wenn du für mich etwas lässt, du wirst noch mehr bekommen. Und dann beschreibt er auch, was wir alles bekommen werden. Aber was eigentlich bedeutet, das alles so zu lassen, was er sagt, also Frau, Mann, Kinder und so weiter. Ich glaube, es ist nicht im wortwörtlichen Sinne, dass wir unsere Verantwortung gegenüber den anderen Personen, die wir etwas versprochen haben, widerlegen und sagen, nein, ich bin nicht mehr mit dir, nein, ich lasse dich. Nein, ich glaube, es ist eher, dass in diesen Beziehungen wir entscheiden uns auf diese Beziehung, auf die Sachen, die wir zu lösen haben, Probleme, mit denen wir zu tun haben, dass wir aus dieser Beziehung rausgehen und holen uns Rat und holen uns Verständnis von dieser Situation von außen auf. Das ist extrem wichtig, weil manchmal die Beziehung bringt gewisse Antworten für die Probleme, die nicht die richtigen Antworten sind. Und deswegen, Jesus liegt so viel daran, dass wir raus aus dem kommen, raus aus diesem auch Feld. Feld, das ist auch etwas, was ein Teil unserer Verantwortung ist, wo wir uns tatsächlich unseren Beruf suchen, wir Antwort für diese Probleme hier, also in dieser Situation selbst, oder holen wir uns von außen. Jesus möchte, dass wir das von außen tun, damit wir besser es tun können, damit wir noch mehr lieben. Und deswegen sagt uns er, wenn du das tust, dann wirst du noch mehr bekommen, auch wenn du das jetzt nicht spüren kannst, dass in jeder dieser Wahl, ich bin mit dir, ich bin sehr nah an dir und du also startest irgendwie Beziehung mit mir. Ja, also Jesus macht alles für uns, damit wir glücklich werden. So verstehe ich es. Okay?